Herzlich willkommen am frühen Dienstagabend vom Haarwasen aus dem Siebre Sportzentrum zur Regionalliga-Partie zwischen dem TSV Steinbach-Haigau und dem TSV Schott Mainz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was man sieht in den ersten Minuten schon, die Mainzer haben definitiv die Oberhand im Luftkampf da hinten. Aber wir sind am Boden stark. Erster Torschuss von Kevin Lahm auf Vorlage von Sascha Marquet. Das ist ja immer die Gefahr, wenn du dann zu weit öffnest oder zu sehr deine taktische Disziplin verlässt, weil du unbedingt vorne anrennen willst. Schöner Pass. Sascha Marquet, da ist aber Hansen noch mit der Hand dran. Sören Eismann auf Sasa Strujic, wird direkt auch wieder angelaufen. Ja, wir laden jetzt mal dieses 1 gegen 1. Da setzt Schönes er sich. Oh. Manuel Hoffmann in der Mitte. Ja. Ah, Georg Heinze wahrscheinlich ausgewechselt wegen der unglücklichen Aktion, wo er da mit Nacken und Kopf gebremst hat. Ah, die Flanke ist doch schon mal ganz gut. Ilan, Tor, Latte! Manuel Hoffmann, Tor! Das ist das 1:0, 46. Spielminute, Manuel Hoffmann. Dann erstmal die gute Flanke von Sasa Strujic und dann ist der eingewechselte Sead Ilhan komplett frei und Manuel Hoffmann hat dann nicht so viel Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Ja, der Ball läuft jetzt flüssig. Schöne Aktion von Paul Stock. Nee, kommt doch an. Und da kommt Kevin Lahm! Klasse! Angeflogen! 2:0 TSV Steinbach-Haigau! Toller Spielzug! Schöne Aktion! Paul Stock mit diesem genialen Ball auf Philipp Hanke und der erläuft den und hat dann mit seinem rechten Fuß die perfekte Flanke und Kevin Lahm, der im ersten Durchgang schon an den guten Aktionen beteiligt, er macht das Tor. Sascha Marquet hat ja auch noch ein ganz persönliches Ziel in dieser Saison. Er verlässt den TSV ja Richtung Fortuna Köln und möchte gerne... Foul! Elfmeter! Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, sein persönliches Torkonto auf 22 zu erhöhen. Wir schauen uns an. Nein, hoch, aber ins andere Eck. Der Ball ist drin. Sehr souverän. Und es war auch ein Elfmeter für unseren TSV Steinbach-Haigau. Aber ganz klar berechtigt, das Foulspiel an Sören Eismann war nicht zu übersehen. 3:0. Jetzt viel Platz. Schöner Ball. Serhat Ilhan. 4:0. Oh, jawohl. Philipp Hanke in der Vorbereitung. Klasse. Echt ein Wahnsinnspass. Richtig gut gemacht. Zweite Torvorlage von Philipp Hanke. Und dann ist es Serhat Ilhan, der umkurvt Hansen. Und dann aus einigermaßen spitzen Winkel macht er den Ball rein. Schönes Solo gerade nochmal. Hast du gesehen, was der Schiedsrichter da macht? Oh, und jetzt gibt's Rot. Ja. Das für die Nummer 16 für Konstantin Fring. Und das muss doch echt nett sein. 90. Minute, 0:4. Rote Karte. Hier. Langer Ball. Buckesfeld. Torwart ist aber nochmal da. Oh, nochmal eine Kontersituation für Mainz. Hier vorne, ja, das sieht aber gut aus. So, jetzt wird Hoffmann gelb-rot kriegen, oder? Ja. Und das ist natürlich... das war natürlich jetzt nochmal unnötig. Heute haben wir wieder zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan. War nicht so geradlinig, war nicht so zielstrebig Richtung Tor, haben es klein-klein gespielt und
wir haben es ja in der zweiten Halbzeit dann gezeigt, dass wir es besser machen können und zielstrebig Richtung Tor wollen und das Tor machen auch. Und wenn wir so weiterspielen wie in der zweiten Halbzeit und da anknüpfen, ja, dann können wir auch jeden schlagen. Das ist dann schwierig natürlich für den Gegner, ne? Wenn man zwei schnelle Tore hintereinander bekommt und das doppelt hintereinander. Ja, das ist gut gemacht von uns, muss man ganz klar sagen. Gerade wenn ich jetzt an Seahards Tor denke, mit Hanke, mit dem, ist einfach zielstrebig Richtung Tor. Hm, so muss es sein und so müssen wir weitermachen. Ja, ich habe einen Freistoß geschlagen, der dann zum Konter führte. Ich bin in die Diagonale eingerückt im Sprint und war mir eigentlich zu 100% sicher, dass ich den Ball bekomme. Hab mir auch bekommen, aber im letzten Moment hat der Gegner den Ball, das Bein rausgestreckt und ich treffe dann auch noch sein Bein und das ist dann auch eine berechtigte gelb-rote Karte. Leider Gottes bestrafe ich mich damit selber. Ja, es ist dann schon ein bitterer Nachgeschmack, muss ich sagen. Gut, ich fand, ja klar, die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen. Trotzdem haben wir so zwei, drei Chancen, die wir machen müssen. Ich denke, gegen so Gegner ist es immer schwierig zu spielen, die halt viel verteidigen, die mit 11 Mann quasi um den 16er rumspielen. Da mussten wir erstmal durchkommen. Ja klar, die halten dann in der ersten Halbzeit mehr dagegen. Trotzdem haben wir ja, zwei, drei Chancen, die wir vielleicht machen können und dann steht es vielleicht 2-0 schon. Trotzdem haben wir uns da sehr, sehr schwer getan. Zweite Halbzeit war halt dann ja, das schnelle Tor, die schnellen zwei Tore, ja, quasi der Dosenöffner und dann ist es in die richtige Richtung gelaufen. Der Trainer will immer, dass wir ein bisschen rotieren, dass wir unberechenbar sind, sage ich mal, in der Offensive. Und ja, das hat heute gut geklappt. Klar, wir haben im Moment nicht so den breiten Kader, aber trotzdem diejenigen, die dann heute mal reinkamen, die haben es sehr, sehr gut gemacht und dann können wir halt von der Bank doch nochmal nachlegen und ja, im Moment läuft es ganz gut. War jetzt für mich auch die letzten Wochen anstrengend, so wie für alle, glaube ich, im Kader, weil wir ja auch recht dünn besetzt sind und durch die Verletzung. Und da tat es auch mal gut, vielleicht auf der Bank zu sitzen und dann kam ich frisch rein und dann kommt halt so ein Ball mal durch an den zweiten Pfosten. Und dann war es ein gutes Gefühl, dass wir so schnell in der zweiten Halbzeit so die Führung erzielt haben. Und dann ja, lief es ja relativ gut und dann war ich auch noch froh, dass ich eins noch selber machen durfte. Ja, ja da spürt man halt einfach, dass wir auch als Team zusammengerückt sind, auch in der Phase, wo jetzt so viele Verletzte sind. Und da merkt man einfach, also je öfter man gewinnt und es auch zu Null ist, merkt man einfach, dass eine Geschlossenheit entsteht in der Mannschaft und die tut uns halt allen gut. Und jetzt sind es 5 Spiele und wir sind halt jetzt ja so weit, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir immer so weiter bis zum Saisonschluss und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja. Erstmal, wenn wir jetzt auf die erste Halbzeit zu sprechen kommen, fangen wir damit an. Glaube ich, haben wir sehr viel Kontrolle im Spiel gehabt. Wir haben jetzt nach hinten hin nichts anbrennen lassen in der ersten Halbzeit, hatten 2 Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, haben es aber nicht gemacht, sind in der ersten Halbzeit definitiv nicht so konsequent im Offensivfußball gewesen, hatten da jetzt nicht so die Gegenbewegung in der Offensive drin, sind nicht so gut hinter die gegnerische Kette gekommen. Von daher ist es da erstmal wichtig gewesen, auch mit dem ganzen Gegenwind, die 0 zu halten. Mhm. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit uns vorgenommen, in den ersten 10 Minuten das 1-0 zu erzielen. Wir wollten druckvoller agieren, wollten schneller nach vorne spielen, schneller in die nächste Zone reinspielen. Und ja, das haben die Jungs natürlich gut gemacht, wenn du dann nach 50 Minuten auf einmal 2-0, oder wenn es 2-0 steht und du wirklich 2 super rausgespielte Tore erzielt hast, dann ist das erstmal so ein Dosenöffner. Du hast dann sehr befreit aufgespielt, die Jungs hatten viele Positionswechsel drin, waren auch sehr lauffreudig und ja, ich glaube, dass auch in der Höhe das Ergebnis okay gewesen ist, weil wir sehr konsequent mit den Chancen umgegangen sind, auch die Entstehung zum Elfmeter, das war eine super Passstaffette, die wir da auf dem Flügel hatten und ja, mit dem Ergebnis bin ich natürlich rundum zufrieden. Ich hoffe, dass jetzt Truitsch sich nicht schwerer verletzt hat, der ist da humpelnd vom Platz gelaufen und ja, dass Hoffi dann auch noch die gelb-rote Karte bekommen hat, tut uns gerade natürlich nicht so gut, weil wir auch schon arg dezimiert sind aktuell. Ich habe es ja schon bei den letzten Spielen gesagt, also so wie die Jungs mit den ganzen Ausfällen umgehen, wie die als Mannschaft zusammenrücken, wie die auch wirklich ja, richtig schwerwiegende Ausfälle kompensieren, das ist Wahnsinn. Wir haben eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft, wir haben eine richtig gute Stimmung auf dem Platz, das sieht man einfach und man merkt halt, dass wir in der Breite eine ordentliche Qualität haben, sonst würden da jetzt nicht in den letzten Wochen solche Ergebnisse zustande kommen. Es wühlt mich natürlich auch, wenn ich dann so ein Foulspiel sehe, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Wir haben
vor der Situation, vor dem Foulspiel, den Ball einfach viel zu lange gehalten. Wir haben zu viele Kontakte gespielt. Wir hätten dafür sorgen können, dass es gar nicht zu dem Foulspiel kommt, indem wir einfach den Ball abspielen. Das ist halt total ärgerlich gewesen und aus diesem Foulspiel raus hatten wir dann ja auch den Freistoß und aus diesem Konter wiederum raus entsteht dann auch die gelb-rote Karte. Von daher total überflüssig und einfach ärgerlich.